Bald ist es ein Jahr her, dass Angela Merkel verkündet hat, sie wolle nicht wieder für den CDU-Vorsitz kandidieren. Auf dem nächsten Bundesparteitag der CDU im Dezember in Hamburg werde ich nicht wieder für das Amt der Vorsitzenden der CDU Deutschlands kandidieren. Grund genug also, um einmal zu fragen, wie war das eigentlich mit Angela Merkel und der CDU? Wie hat sie die Partei geführt? Wie hat sie die Partei auch genutzt, um ihre politischen Ziele durchzusetzen? Denn dafür ist eine Partei natürlich da, aus der Sicht eines Kanzlers, die politischen Ziele auch nach unten durchzusetzen, zunächst in die eigenen Reihen und von da aus in die Wählerschaft, ins Wahlvolk. Dabei ist ein Vergleich mit ihrem CDU-Vorgänger Helmut Kohl recht hilfreich. Kohl hat die CDU ganz anders geführt. Kohl ist sozusagen in die Partei hineingeboren, der ist als Junge in die Junge Union gegangen, ist in der Partei groß geworden. Es war eine Familie für ihn. Familie, wie Kohl gesagt hätte. Familie. Für Merkel war das ganz anders. Sie war 34, eine fertige Erwachsene, die aus einem anderen politischen System gekommen ist, die sich auch andere Parteien einmal angeguckt hat und dann beschlossen hat, sie geht zur CDU. Die gesamte Familienphase oder Familienbildungsphase, die hat bei ihr gefehlt. Kohl hatte ein dickes Telefonbuch. Kohl hatte unendlich viele Kontakte aus Jahren und Jahrzehnten der Parteiarbeit. Als er Kanzler war, hat er dieses Buch genutzt. Es war Gold wert. Er hat ständig mit Parteimitgliedern gesprochen, mit Ortsvereinsvorsitzenden, mit Bezirksvorsitzenden. Er konnte auch mal privat mit ihnen reden. Und so ein Anruf aus dem Kanzleramt hatte natürlich ein enormes Gewicht. Und in so einem Telefonat kann man dann auch die politischen Ziele gut durchsetzen, weil dann ja schließlich diejenigen, die sie weitertragen müssen, die sie an die Basis tragen müssen, sagen können, der Kanzler hat bei mir angerufen. Das ist ein einmaliges Erfolgserlebnis. Natürlich spricht Angela Merkel auch mit den Gliederungen der Partei, empfängt sie im Kanzleramt, besucht sie, geht auf Regionalparteitage. Aber nicht annähernd in dem Ausmaße, wie Kohl das getan hat. Sie setzt ihre Ziele anders durch. Sie exekutiert sie mehr. Exekutive, das steht für Regierung. Die Parteimitglieder sind abends ins Bett gegangen, in der festen Annahme, dass die Atomkraftwerke in Deutschland schon dafür sorgen würden, dass es am nächsten Tag wieder hell wird. Und was müssen sie dann aus dem Radio erfahren? Die Atomkraftwerke werden abgeschaltet. Wer hat es erklärt? Niemand. Im Gegenteil, kurz vorher war noch beschlossen worden, die Laufzeiten zu verlängern. Und in der Flüchtlingskrise ist es im Grunde genommen ähnlich gelaufen. Angela Merkel hat beschlossen, was sie für eine Asylpolitik macht, wie sie mit den vielen Flüchtlingen aus dem Bürgerkriegsland Syrien vor allem umgehen würde. Aber sie hat nicht etwa ihrer Partei, als sie merkte, wie kritisch das aufgenommen wird und wie wütend, ärgerlich und unzufrieden viele waren, gesagt, ich habe Verständnis für euch, geschweige denn, dass sie zugegeben hätte, ihre Partei zu überfordern oder vielleicht einen Fehler zu machen. Vielmehr hat sie gesagt, wenn wir jetzt anfangen, uns noch entschuldigen zu müssen dafür, dass wir in Notsituationen ein freundliches Gesicht zeigen, dann ist das nicht mein Land. So ein Satz wäre Helmut Kohl vermutlich nie über die Lippen gekommen. Er hätte eher versucht, seine Partei von der Richtigkeit seines Weges zu überzeugen. Jeder Kanzler setzt nicht die Ziele durch, die er selber hat, die aber nirgendwo in der Bevölkerung vorkommen. Ein Kanzler kann mit aller Macht immer nur das durchsetzen, was tatsächlich auch eine Mehrheitsmeinung ist. Auch Angela Merkel hat nicht etwa die Atomkraftwerke abgeschaltet, um es mal kurz zu sagen, gegen den Willen der deutschen Bevölkerung, sondern sie hat gewusst, eine Mehrheit will die Atomkraft nicht mehr und also hat sie entsprechend gehandelt. Aber sie hat das nicht wirklich vermittelt. Sie hat nicht geworben für das, was sie getan hat. Vielleicht hätte auch in der Flüchtlingspolitik etwas mehr Werben ja geholfen. Es hätte sicherlich nicht dazu geführt, dass die Partei, die heute gegen Angela Merkel zu Felde zieht, die vor allen Dingen mit dem Slogan Merkel muss weg groß geworden ist, die AfD nämlich, dass diese Partei nicht entstanden wäre. Aber vielleicht wäre sie nicht ganz so groß geworden. Vielleicht hätten sich doch ein paar CDU-Mitglieder noch etwas wohler in ihrer Partei gefühlt und hätten gesagt, ich verstehe schon, warum die Vorsitzende, die ja auch Kanzlerin ist, das gemacht hat. Aber diese Art zu werben, das war Helmut Kohl, das kann Angela Merkel nicht so gut. Aber natürlich regiert jeder, oder besser gesagt, jeder macht seine Arbeit, wie seine Art ist.